Gamerfreaks, hallo! Das ist die Tanja, ich bin der Perry und es geht heute um Güni, also um unseren MAN TGE Vansation von Knaus, 640 MEG, so, das habe ich noch vergessen. Der feiert heute Jubiläum. Seinen ersten Geburtstag. Seinen ersten Geburtstag, genau, seinen allerersten. Da beginnt für uns auch die Zeitrechnung. Also wir machen unseren Jahresüberblick, haben wir beschlossen, schon vor einem guten halben Jahr, nicht zum 1.1. wie alle anderen. Das wäre ja langweilig, sonst wären wir auch keine Freaks. Sondern wir machen das anhand unseres Wohnmobils. Und ja, da ist der 1. Mai 2022. Da hatte ich ihn abgeholt damals beim Dennis. Liebe Grüße gehen raus von Zahn Mobilcast. Der hat sich dafür extra den Sonntag. Genau, letztes Jahr war der 1. Mai genau, Sonntag. Das war der Sonntag. Richtig. Da hatten viele Arbeitnehmer Pech, was den 1. Mai betrifft, Tag der Arbeit. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich das mit dem Dennis schnell abgefrühstückt. Ging auch alles soweit reibungslos. Dazu gab es ja noch ein Video, habt ihr gesehen, hatte ich ja vor einen Monat circa, glaube ich, hatte ich das mal gepostet. Ist eine Rohfassung, war eigentlich nur für uns gedacht, aber ich dachte mir, hey, komm, hau ich das auch mal raus für euch da draußen. Vielleicht interessiert es euch und ich sehe, wir haben schon fast 2000 Aufrufe auf dieses Video. Also das interessiert euch wirklich. Ja. Ja, aber was ist eigentlich seitdem passiert? Also Viel. Heute ein Jahr und ein paar Sachen, die wir uns vorgenommen haben, sind nicht passiert. Und einige Dinge, die wir uns gar nicht vorgenommen haben, sind dafür passiert. Um mal damit anzufangen, wo wir eigentlich überall waren. Wir waren 4-mal in der Schweiz, wir waren 3-mal in Holland, wir waren 2-mal in England. Und die größte Reise war natürlich die nach Griechenland, in Perisland. Genau. Und da geht es auch dieses Jahr wieder hin, das ist schon mal vorab genommen. Aber dazu haben wir ganz, ganz viele Videos produziert, gerade von Griechenland gibt es sehr schöne Videos. Athen ist dabei, die schöne Insel Zakynthos. Zweimal, genau. Einmal haben wir sie mit dem Auto erkundet, einmal sind wir mit dem Schiff rumgefahren. Das lohnt sich also wirklich, das mal anzuschauen, um sich für schöne Urlaube inspirieren zu lassen. Und ja, alles, was wir sonst noch erlebt haben. Wir waren in Olympia. In Griechenland. Wir haben die Akropolis natürlich angeschaut in Athen. Ein Must, wenn man dort ist. Und auch wenn man ein bisschen weiter weg auf einem Campingplatz ist, lohnt es sich tatsächlich, da mal ein Auto zu mieten und hinzufahren. Genau. Das waren so unsere Highlights in Griechenland, zusammengefasst in aller Kürze. Die Schweiz als Land, das eben relativ nah an uns liegt, an Frankfurt liegt, die haben wir natürlich am meisten bereist, weil wir sie zum einen sehr schön finden und auch eine Affinität zu vielen Dingen haben, die letzte Reise. Vor allem, wir haben auch gute Freunde da. Genau. Also wir haben da auch zweimal einen echten Grund gehabt, auch dahin zu reisen. Ja. Und gut, da haben wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und von daher, die Schweiz ist immer eine Reise wert. Zu Griechenland möchte ich nur noch dazu sagen. Wir fahren ja in ein paar Wochen jetzt wieder nach Griechenland, also in 2 Wochen, besser gesagt, ist es dann soweit. Wieder an den gleichen Ort, Peloponnes. Peloponnes, ich spreche mal lieber auf Griechisch aus, weil das Deutsche gefällt mir nicht so. Das sind für mich Zungenbrecher. Jedenfalls werden wir euch da auch zum Beispiel, das habe ich mir fest vorgenommen, euch auch den Campingplatz mal zeigen. Dazu gibt es schon einige Videos von anderen YouTubern. So sind wir auch selber auf den Campingplatz überhaupt gekommen. Das Ionian Beach Camping, so heißt er richtig. Ja. Genau, und daneben gibt es aber noch ein Spa-Hotel, finden wir auch klasse. Also für diejenigen da draußen, deren Familienangehörigen jetzt nicht so ein tolles Reisegefährt haben wie wir und trotzdem euch besuchen kommen möchten, gibt es daneben auch ein Spa-Hotel. Das werden wir auch abfilmen, weil das auch super gewesen ist. Ja. Und das wollte ich nur noch mal dazu sagen zu Griechenland. Vielleicht auch noch mal zum Thema Campingplatz vielleicht noch zu sagen ist. Wir haben uns nämlich eigentlich vorgenommen, bevor wir Güni hatten, dass wir gar nicht auf den Campingplatz wollen. Weil wir dachten, wir sind ja gar nicht so die Campingplatz-Typen. Ja gut, wir wollten ja erst einen Kastenwagen. Der Dennis von nochmals an Mobilcast, liebe Grüße gehen raus, nochmals, hat uns ja damals gesagt, hey, holt euch doch zwei, einmal ein Wohnmobil, also den hier in Teilintegrierten und einmal einen Kastenwagen. Und was zuerst da ist, probiert er dann aus. Er hat uns auch gleich prognostiziert, der Teilintegrierte, also hier der Güni, den werdet ihr als ersten kriegen. Kastenwagen sieht nicht gut aus. Das war ja 2021 noch. Ende 2021. Genau, richtig. Das hat er uns auch im November schon gesagt, als wir ihn besucht hatten. Mhm. Und deswegen haben wir uns zwei dann geholt. Der Kastenwagen ist natürlich jetzt weg. Andererseits tendieren wir jetzt auch ein bisschen zum Kastenwagen wieder über, aber ihr geht jetzt zum Güni, der hat heute Geburtstag. Jetzt wollen wir nicht jetzt hier ablenken, worum es geht. Aber
so kam es dann dazu, dass es Günni geworden ist. Und wir sind natürlich mit unserer Entscheidung auch super glücklich. Und ja, in dem einen Jahr ist viel passiert. Ja. Viel gereist sind wir damit. Also MAN als Fahrzeug können wir absolut empfehlen. Ist eine Granate, hat einfach Power. Wir haben hier knapp 180 PS. Und du kannst hier überholen. Also du hast hier die richtige Power auch. Klar, er ist kein Allrader. Das hätte ich mir gewünscht. 4x4 wäre klasse für mich gewesen. Aber den gab es nur als Fronteintriebler. Aber jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja die Loderreifen, die Delta-Felgen drauf und die machen einiges wett, was den Grip betrifft und so. Ja, kommen wir mal zum Grip. Da komme ich nämlich gerade auf ein schönes Erlebnis. Ja, wir wollen ja so ein bisschen vom letzten Jahr erzählen und vielleicht auch von dem einen oder anderen Schreckensmoment, denn wir sind ja wirklich mit dem Günni das ganze Jahr durchgefahren. Das heißt im Sommer, im Herbst, im Winter, im Frühling. Wir sind zu jeder Jahreszeit gefahren und unter anderem eben auch, wie ich schon gesagt habe, in die Schweiz. Und ich wollte ja unbedingt zum Matterhorn. So, und das haben wir dann auch gemacht. Und just an diesem Tage gab es den absoluten Wintereinbruch in der Schweiz. Und so schnell konnten wir gar nicht fahren, wie der Winter eingebrochen ist. Die Schweizer sind eigentlich sehr gut, was das Räumen von Straßen angeht. Also auf der Autobahn sind die schon direkt vorne weggefahren. Da war überhaupt gar kein Problem. Aber wir Stadtmenschen, die so gar nicht Berge gewohnt sind, haben natürlich vergessen, wenn man nach Zermatt möchte, ans Matterhorn, was ja natürlich irgendwo auch in den Bergen liegt, muss man ja auch irgendwo schon mal einen kleinen Berg hoch. Ja, und da sind wir dann bei 17% Steigung. Ist Perry dann bei Neuschnee mit 17% Steigung wirklich unglaublich angespannt den Berg hochgefahren. Wir beide waren angespannt. Er musste ihn fahren, ohne Leitplanken. Es ging rechts und links, ging es nur noch runter. Das war wirklich ein Moment, den wir nicht wieder brauchen. Ja. Du brauchst ihn auf jeden Fall nicht wieder. Nee. Ich aber auch nicht, weil ich habe natürlich mitgeschwitzt. Und er hat es großartig gemacht, weil er das Auto wirklich im Griff hatte. Aber man weiß natürlich in so einem Moment, dass jede Sekunde zählt und jede Sache, die man tut, falsch oder richtig sein kann. Man darf nicht nach hinten rollen, weil dann fällt man, dann rollt man, dann kommt man nicht wieder hoch. Man darf nicht zu viel Gas geben. Wir haben 3,5 Tonnen. Ja, das ist schon mal ein Ding. Also das war, glaube ich, unser schreckendster oder unser der Moment, wo wir sagen, das ist etwas, das wir nicht wieder wollen. Ja, ja. Wobei wir Schnee nie ausschließen, aber gut, dann im Flachen. Das war so das schlimmste Ereignis. Ganz am Anfang natürlich, als Wohnmobilanfänger, hatten wir ein bisschen Stress hier mit dem Frostwächter. Ich dachte, oh Scheiße, da kommt überall Wasser rein. Da habe ich um 6 Uhr morgens, jetzt kommen wir zum Hattrick, das dritte Mal, Dennis Möller von Zahnmobikas, nochmals zum dritten Mal, liebe Grüße gehen raus, den hatte ich um kurz vor 7 angerufen. Ich glaube, das war ein Samstag. Auf der Fahrt, da waren wir irgendwo auf der Fahrt in die Schweiz, glaube ich sogar. Genau. Ja, genau, ich glaube, das war in der Fahrt. Und Wasser lief aus. Genau, Wasser lief aus. Ich habe ihn angerufen, habe ihm auf die Voicemail gesprochen. Der hat mich wirklich, ungelogen, 5 Minuten später angerufen, maximal. Und ich so, hey, Dennis! Wir verlieren Wasser. Das Auto, was ist denn das für ein Scheiß? Sorry, aber muss ich sagen, piep. Aber war genau so. Ich war echt geschockt, wütend, verängstigt, weil Scheiße, wir wollten jetzt, das war ja auch die Fahrt nach Griechenland, wir haben ja erstens stoppt in die Schweiz. Ja, genau. Und dann weiter da war es. Genau, weil es gab für uns auch kein Zurück mehr. Ja. In dem Sinne, jetzt dachte ich auch, scheiße, jetzt gerade muss uns das passieren. Und dann hat er gesagt, hey, guck doch mal nach dem Frostwächter, mach mal da auf, ruhig Blut. Also da hat er mich auch wirklich komplett runtergeholt, der Dennis. Und schau dir das mal an, wo ist denn die Richtung, Schalterchen da. Hebelchen, ja, das kannst du so nach vorne. Und dann hat er mir gezeigt, in Fahrtrichtung muss das sein und musst du reindrücken. Noch einen Knopf gibt es da noch. Also es gibt zweimal eine Sicherung da. Ihr müsstet irgendwo, weil da standen wir zum Beispiel an der einen Raststätte, haben da übernachtet. Und da war es irgendwann in der Nacht, hatten wir unter 0 Grad. Und dann geht natürlich logischerweise, wenn man es weiß, der Frostwächter auf. Den Frostwächter kannte ich auch schon. Nur hatte ich das irgendwann mal gesehen und er hat mir das auch erklärt, der Dennis, auch bei der Übergabe. Nur da waren ein paar Wochen dazwischen und man hat sich das alles nicht gemerkt. Und übrigens ganz wichtig, auch nochmal für euch, bei Zahnmobikas, es ist jetzt kostenlose Werbung, aber die mache ich gerne, könnt ihr euch, was hier jetzt den Günni betrifft, also wenn ihr wirklich das gleiche Fahrzeug haben möchtet, hat der Dennis sich wirklich die Mühe gemacht und 2 Stunden mal ein Erklärvideo gemacht über alles, was dieses Fahrzeug betrifft. Also erklärt hier alles
komplett, also hier, was die Bordtechnik betrifft, was den Motor betrifft, hier natürlich hier Abwasser, Frischwasser etc., hinten die Garage, hinten auch die ganze Elektronik etc. Also das erklärt euch von A bis Z komplett, also was die Übergabe betrifft von so einem Fahrzeug. Und ja, hätte ich mir das mal vorher angeschaut, dann hätte ich das auch gewusst. Nur ihr wisst ja, wie es ist. Man will schnell los, man freut sich, das Auto ist picobello sauber, alles okay. Also für mich sehr, sehr wichtig. Hat Öl, hat alles und dann auf einmal passiert sowas und dann denkt man nicht dran und ist dann noch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, noch ein bisschen zu faul, sich das anzuschauen. Es geht halt 2 Stunden, aber da ist wirklich, und glaubt mir, danach, nach unserem Urlaub habe ich mir das angeschaut. Danach hatten wir ja auch keine Probleme mehr, aber ich habe gesagt, hey, das schaue ich mir jetzt mal an und da wurde mir einiges klar, was das Fahrzeug betrifft. Ja, also das vielleicht auch nochmal zusammengefasst als Ratschlag für jeden Neucamper. Es ist unglaublich viel an Technik, was hier drin steckt. Ja. Und man muss ja, man darf ja nie vergessen, man hat ja zum einen das Auto und man hat zum anderen den Aufsatz, wo Möbel drin stecken, wo Wasser drin steckt, wo Strom drin steckt, die Heizung und all diese Geschichten. Und es ist völlig normal, dass man sich nicht alles, selbst wenn du es geschaut hättest oder wir es auch zusammengeschaut hätten in 2 Stunden, hätte man sich das nicht alles merken können. Man weiß natürlich, wo man nachschauen kann, das finde ich immer wichtig. Aber so im Alltag, wenn man dann losfährt, passieren einfach Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und damit muss man aber rechnen. Also glaubt eben bitte alle nicht, dass man in so ein Wohnmobil einsteigt und man losfährt ja, und nie passiert irgendwas. Das ist so nicht. Also wir haben das gedacht, obwohl der Dennis uns eigentlich auch gesagt hat, da werden bestimmt mal Sachen passieren. Aber wir haben das ja nicht geglaubt. Wir haben ja gesagt, ach Quatsch, bei uns nicht. Das ist natürlich nicht so. Und man muss sich an so ein Gefährt auch gewöhnen. Man muss sich da reinfühlen und man muss auch ein bisschen die Sachen einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist der Tipp, den man geben kann, dass man eben die Illusion nicht hat, dass alles von Anfang an gleich funktioniert. Also, das ist eine Menge Zeug. Ja, absolut. Man muss auch drin leben. Und das tun wir ja seit einem Jahr jetzt in Güni. Also wir nutzen ihn. Wir haben jetzt fast 29.000 Kilometer, 28.000, ja, 635, muss genau. Ganz genau sein. Ja, genau. Weil er kommt in 2 Tagen, jetzt am 3. Mai ist er bei der Inspektion bei MAN. Müsste er noch nicht, machen wir aber trotzdem erstmal vorweg. Der kriegt auch neues Öl und weiter, wird alles gewechselt, Filter komplett, das möchten wir alles tutti paletti ordentlich haben. Also was den Güni betrifft, der ist super gepflegt, super gewartet. Ein, zwei Mankos gibt es bei ihm, weil, wie gesagt, wir leben im Güni. Fast 6-7 Monate waren wir jetzt mit dem. Ja, ich würde sagen, ich habe gerade mal die Hälfte. Des Jahres sind wir unterwegs. Also mindestens die Hälfte, das würde ich auch sagen. Ob es ein bisschen mehr war, weiß ich jetzt nicht, aber 6 Monate... waren wir sicherlich mit, wenn man alles zusammenrechnet, was wir gemacht haben. Wer unsere Videos sieht, weiß, dass ich auch im Güni arbeite. Also wir fahren natürlich auch relativ häufig dann zu Kunden von mir, wo wir dann einfach auch auf dem Parkplatz vor der Tür oder sonst wo im Güni übernachten und ich eben dort arbeiten kann. Diese Fahrten muss man ja auch dazu zählen. Perry macht dann seine Arbeit eben drin. Ich bin oft beim Kunden draußen. Das kommt eben hinzu. Es ist also nicht nur für uns in den Urlaub fahren, sondern wir nutzen Güni ganzjährig im Grunde für alles, was wir machen. Genau. Genau. Und die Trips, die wir da machen, natürlich zeichnen wir die für euch nicht auf, weil es vielleicht langweilig, aber das eine oder andere auf Instagram habt ihr ja gesehen, wenn wir dann in Dortmund sind zum Beispiel oder in Markt Indersdorf oder in München oder so, da sind dann halt so Business-Trips, die wir dann machen. Ja. Da mache ich jetzt kein YouTube-Video, wenn ich da jetzt nicht, oder in Duisburg zum Beispiel waren wir doch auch, wo ich dann den Zoo besucht habe, als Tanja einen Termin hatte in NRW. Natürlich mache ich das dann gerne für euch, aber nur, wenn es auch Content ist, wo ich sage, okay, das interessiert euch. Wir wollen aber ein bisschen von diesem Content, also schon weiterhin euch Sachen zeigen, selbstverständlich, aber wir wollen ein bisschen mehr ins Vlogging, also so in 2-3 Wochen, wenn es jetzt dann losgeht nach Griechenland, habe ich es vor, ich weiß nicht, ob ich es zu 100% hinkriege, aber fast täglich Content zu liefern, so über unseren Alltag. Natürlich jetzt nicht, wenn wir hier im Güni sitzen und in der Nase bohren, das interessiert keinen. Tun wir das? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir immer in Action, es gibt immer was zu tun. Ja, vor allem in Griechenland. Ja, überall. Aber in Griechenland haben wir es jetzt so viel vorgenommen. Ich habe es auf Insta aber auch mal kurz gepostet. Habe euch da von Peloponneso mal einen Reiseführer mal hingehalten. Da bin ich jetzt schon fast, habe ich schon fast über die Hälfte schon gelesen. Also ich weiß, welche Hotspots sind und Peloponneso ist voll davon. Also da gibt es echt sehr, sehr viel. Also für alle Geschmäcker ist was dabei. Für jung, alt, ja tot noch nicht, aber jung, alt, alles dabei.
Und da werden wir viel Spaß haben und darauf könnt ihr euch auch freuen. Und natürlich, das ein oder andere wollte ich jetzt nur noch mal hinzufügen zum Wir leben im Güni, ist zum Beispiel hier die Tür, die Aufbautür, wenn ich mir die jetzt anschaue. Das ärgert mich immer noch bei Knaus, ist zum Beispiel, dass wir hier keinen Mülleimer haben. Also das ist so, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Ich sehe es jetzt nur wieder, weil wir haben hier wirklich die Mülltüten hier immer. Natürlich haben wir da jetzt einen Haken von Silvi zum Beispiel, kann man das da dran machen. Trotzdem ist es nicht schön. Lieben Gruß an Knaus, dass ihr da bitte statt so einer doofen Tasche, die kein Mensch braucht, einfach mal vielleicht einen Abfalleimer hintut. Die habt ihr ja bei anderen Fahrzeugen auch. Also ich weiß, ihr könnt das. Wäre schön, wenn ihr das in Zukunft machen würdet, weil so ein Regenschirmhalter braucht kein Mensch, haben wir nie gebraucht. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Das ist sowas, was mich ein bisschen jedes Mal ein bisschen aufregt, weil wenn es mal ein bisschen ruppiger geht, dann fliegt auch mal so eine Tüte mal runter und dann haben wir hier den ganzen Müll hier liegen. Und das ist so zum Beispiel etwas, was ich nicht so toll finde. Nee, aber kommen wir nochmal zu was richtig Tollem zurück. Das hast du nämlich bisher gar nicht erwähnt. Was? Im Oktober ist ja noch jemand hinzugekommen. Ah, zum ja, Güni. Ja. Der ist ja auch wichtig. Ja, genau. Unser Elvis, unser ATV. ist ein TGB Blade 600. Ja, hat ordentlich PS, hat ordentlich Wumms. Fährt knapp 90 km/h. Ein bisschen mehr auch, kommt drauf an. Haben wir vom Quadcenter Friedberg, vom Tobi. Ganz liebe Grüße gehen raus. Mit denen werden wir auch in Zukunft zusammenarbeiten. Also wir werden dieses Hobby, was ich... Übrigens, die haben wir in Sakizos, da könnt ihr das Video dazu sehen. Da habe ich es auch mal kurz, glaube ich, abgefilmt, glaube ich. Oder haben wir das nicht mehr mit reingenommen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hab's rausgelassen, weil die Scheibe so dreckig wird. Genau, ich habe es leider rausgelassen. Aber da fing das an mit mir, mit ATVs. Die kannte ich ja von früher. Also jeder von euch hat die mal gesehen, irgendwo vielleicht im Urlaub oder mal im Fernsehen. So, das sind ja Exoten. Obwohl, ich muss dazu sagen, gestern, heute, vorgestern haben wir ganz viele ATVs. Jetzt gerade eben auch, wo wir an der Tankstelle vorbei sind, habe ich den gleich mal angehoben. Und wir grüßen uns ja auch alle ganz lieb, weil... So viele sind wir nicht, obwohl jetzt, wie gesagt, die letzten 3-4 Tage, wo das Wetter besser geworden ist, sieht man ganz viele auf einmal. Das ist so wie mit Schwangeren. Wenn du schwanger bist, auf einmal siehst du nur noch Schwangere. Oder wenn du dich auf ein bestimmtes Auto fixiert hast, siehst du nur noch dieses Fahrzeug. Ich glaube, dass es in ländlichen Gegenden durchaus mehr gibt, weil das ja eigentlich Arbeitsfahrzeuge sind, die man auch beim Forst oder sonst wo nimmt, wenn man schwere Sachen transportieren möchte. Und viele sind beim Thema ATV oder ich sag mal umgangssprachlich sagt man ja Quad dazu, obwohl es keiner ist. Es ist ein ATV, sieht aber so aus. Ist das eher so ein Spaßding, wo man durch den Schlamm mitfährt, so querfeldein und so. So ist das eigentlich so ein bisschen in aller Munde. Aber in der Stadt, so wie Frankfurt, ist das ja eigentlich kein Gerät, mit dem man großartig fährt. Und man sieht das eben immer mehr, dass auch in einer Stadt Quads gefahren werden. Das hat man eigentlich früher nicht so gesehen. Also Quads, ATVs. Ja. Genau. Also das sieht man jetzt vehement mehr. Also jetzt die, wie ich gesehen habe, die letzten 3-4 Tage. Der eine jetzt nicht. Der müsste das landwirtschaftlich nutzen. Und hier übrigens auch, eben gerade kam auch hier einer vorbei, der nutzt das auch. Ja, wir haben hier nämlich einen Reiterhof um die Ecke. Aber die meisten, die ATVs nutzen, nutzen die genau wie ich für Action, für Spaß. Du kommst damit gut rum. Es macht einfach wirklich, wirklich ganz, ganz viel Spaß. Natürlich kostet dieser Spaß auch ein bisschen was, aber es geht ab 6.000, 5.000 Euro los. Also von daher, es gibt für jede Preisklasse, sage ich mal, gibt es das richtige ATV. Ja, und das Wichtige ist ja, wir haben das ja, im Grunde hat Perry das natürlich zum Spaß ein bisschen gekauft und auch für Frankfurt, aber der eigentliche Grund ist ja, dass wir natürlich auch da, wo wir mit Güni hinfahren, nochmal mobil sein möchten. Genau. Und natürlich über die E-Bikes wir Strecke machen können, 60 Kilometer ne, hin und zurück. Also wenn man sich dann solche Strecken aussucht, machen wir das auch. Aber man will ja auch mal 100 fahren oder 200 oder sich einfach weiter wegbewegen. Und dann gibt es eben immer nur die Option Mietfahrzeug. Und wir finden halt im Süden, gerade in Griechenland oder wo ihr auch sonst hinfahrt, Spanien, Italien, sonst wo, ist einfach solche Gegenden mit einem ATV oder mit einem Quad zu erkunden viel, viel schöner. Und man kann ihn ja mitnehmen. Man muss ja nur einen Anhänger haben und kann ihn aufsatteln, sage ich mal, ja, und hat eben sein Fahrzeug dabei. Und wir finden eben, dass das gerade für Camper ein unglaublich nützliches Fahrzeug ist. Man kann es mitnehmen, anhängen, sonst was machen. Man kann es auch man kann es auch mit einer Spedition hinbringen lassen, wenn man sagt, man will es nicht mit dem eigenen. Das machen wir zum Beispiel jetzt mit unserem, weil der Elvis ist super. Wunderbar, aber wir brauchen, der Sozus muss ein bisschen größer sein. Also nicht, weil Tanja jetzt breiter geworden ist, das ist jetzt nicht Hallo? Sondern, weil
hast einen längeren Radstand, einfach ist ein bisschen komfortabler für uns, aber die 600, die will ich nicht missen, die ist einfach nur geil, auf gut Deutsch. Aber ich will auch ein bisschen mehr Bums, ich möchte schon so 120, 130 fahren und das schaffst du mit der TGB Blade 1000er. Die hat auch einen V2-Motor, und wie gesagt, durch die Partnerschaft jetzt mit dem Quadsender Friedberg werden wir da auch viel mehr Videos machen dazu, weil es mir einfach so viel Spaß macht, mit den Dingern zu heizen. Vor allem auch, man kann damit viel auch machen, man kann sie auch im Alltag einsetzen. Also unsere Einkäufe zum Beispiel im Supermarkt machen wir damit mittlerweile, ist überhaupt kein Problem. Ja. Also klar, du musst einen Koffer haben, den haben wir hinten, den Koffer. Da kannst du alles reinballern, 50 Kilogramm, locker, überhaupt kein Problem. Da gibt's auch keine Probleme hier beim Fahren oder so, dass er irgendwie jetzt komisch wird oder so, überhaupt nichts. Da steckt ja alles locker weg. Und es macht einfach nur irrsinnig viel Spaß mit dem Elvis. Aber es wird demnächst, wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen, kommt dann die Tausender, hoffentlich. Hoffentlich packen wir das und hoffentlich auch mit der Spedition. Da sind wir gerade am Klären, wie wir das machen, weil wir wollen am Güni jetzt keine Anhängerkupplung. Wir wollen jetzt noch keinen Anhänger kaufen. Damit warten wir noch ein bisschen, weil wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht mit Güni. Wie gesagt, wir sind glücklich, wir finden ihn toll. Aber wir tendieren, hatte ich auch eingangs des Videos so ein bisschen erzählt, obwohl es zum Güni nur gehen soll, aber wir tendieren so ein bisschen mehr wieder zum Kastenwagen, weil er auch einfach mobiler, also kleiner, so ein bisschen kompakter ist. Für ja. uns ist. Und genau. Aber wir schauen mal. Wir sind da jetzt noch nicht komplett überzeugt von, dass wir Güni jetzt abgeben, weil ihr wisst ja, wir lieben unser Fahrzeug. Da sind wir noch am Schauen. Fühlen uns mächtig wohl hier drin. Ja, vielleicht nochmal zusammengefasst. Das war jetzt sehr, sehr viel Information für euch. Nochmal zusammengefasst. Also wir haben wirklich sehr schöne Reisen gemacht in völlig unterschiedlicher Natur. Im Herbst und im Winter auch London war eine ganz tolle Städtereise. Auch da haben wir Campingplätze gedreht. Damit könnt ihr mal schauen, welche Campingplätze es da gibt in der Nähe von London, wenn ihr mal eine Stadtreise machen wollt. Da gibt es zwei, die man mehr oder weniger empfehlen kann. Einen auf jeden Fall und den anderen, kann man auch. Weil die sanitären Anlagen da, wenn man Pech hat und die entsprechenden Menschen da sind, die nicht so Acht geben, sag ich mal, die haben es ja sauber hingekriegt. Also die haben es ja versucht, sich bemüht. Ja, also, guckt euch die Videos an. Genau, dann wisst ihr genau, was wir meinen. Aber das haben wir eben auch gemacht, dass wir da die Campingplätze gedreht haben, um die Information einfach zu geben, weil London ist immer eine Reise wert und es geht auch sehr schnell dahin zu kommen von Deutschland aus. Insofern, das auf jeden Fall. Alle schönen Reisen. Bis auf dieses eine Schreckerlebnis müssen wir eigentlich sagen, haben wir mehr schöne Momente und schöne Erlebnisse gehabt als schlechte. Das muss man auch einfach dazu sagen. Also wir sind super glücklich. Wir können das jedem nur ans Herz legen. Vanlife natürlich vorher als ausprobieren. Haben wir auch zweimal gemacht. Zweimal ging auch die Reise nach Holland. Deshalb haben wir auch eine große Affinität auch zu Holland. Zum Beispiel Noordwijk. Wir lieben Holland, die Holländer. Südholland. Das meinen wir wirklich so. Auch die Schweizer. Also alle Menschen, die wir jetzt getroffen haben auf unseren Reisen. Egal wo in Europa. Auch in den Ostblockländern. Serbien zum Beispiel. Auch richtig viele tolle Menschen. Kroatien, Slowenien, Österreich auch natürlich. Also es ist egal, wo du bist auf der Welt. Eigentlich gibt es Gott sei Dank immer ganz viele liebe Menschen als A-Punkt. Und von daher... Wir wollen das nicht mehr missen. Nö, überhaupt nicht. Wir wollen das nicht mehr missen. Wir machen weiter so. Ja. Genau. Und wie Perry schon gesagt hat, wir schauen jetzt mal, ob wir das in Griechenland schaffen, tatsächlich sowas wie einen Vlog zu machen mit unseren tagtäglichen Erlebnissen, weil es gibt einfach jeden Tag dort etwas zu erleben. Und wir sind auch Menschen, die sich ständig neue Dinge suchen, die wir noch nicht kennen und die wir uns anschauen wollen. Und das werden wir machen. Und in ein paar Wochen geht's schon los. Und da freuen wir uns mächtig drauf. Und dann könnt ihr gespannt sein, welche Videos dann noch hinzukommen. Nicht mehr. Zwei Wochen. Zwei Wochen, das habe ich gesagt, gerade vier. In ein paar Wochen. Ja, zwei Wochen. Es sind ein paar Wochen. Eins und zwei ist ein paar. Ja, okay. Gut. So, ihr Lieben, dann wäre es das heute gewesen mit diesem Video. Wie gesagt, wir feiern den Güni, wir lieben ihn. Es ist ein tolles Wohnmobil. Bis, wie gesagt, die Aufbautür. Sorry, aber das musste jetzt nochmal sein. Der fehlende. Ja, Beton. Es starrt mich gerade hier an, die ganze Zeit. Ich gucke auch da die ganze Zeit hin und deshalb dachte ich mir, mal einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Knaus. Einfach mal drum bitten, dass ihr das in Zukunft, oder wenn es einen Ersatz gibt, keine Ahnung, dass man da irgendwie doch mal so, auch wenn es ein kleiner Eimer ist, ist es wurscht. Hauptsache man hat dann. Aber genug zum Eimer. Das war's mit dem heutigen Video. Schaut euch alle anderen Videos an. Das ganze Jahr 2022. Ich habe ja Playlists auf YouTube.
was wir so alles erlebt haben. 22, 23 könnt ihr euch alles anschauen. Wie gesagt, mit dem Kanal wird es weitergehen. Es macht uns irrsinnig viel Spaß. Danke, dass ihr uns abonniert. Empfehlt uns bitte weiter. Schreibt gerne was in die Kommentare. Gerne auch Glückwünsche in Richtung Güni zum Beispiel. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir uns da austauschen. Auf Instagram gibt es einen sehr regen Austausch. Auf YouTube hakelt das noch ein bisschen. Da würde ich mir wünschen, einfach von eurer Seite, wenn ihr so lieb wärt, einfach was in die Kommentare. Abonniert uns bitte. Schaut nicht nur einfach die Videos an, sondern für uns ist das ein riesen Benefit, wenn ihr den Kanal abonniert und dann sagt, hey, okay, das ist für die Camper-Freaks, dass sie weitermachen und immer Bock drauf haben. Das haben wir, wie gesagt, auch weiterhin, aber an den Abonnenten. Wir sehen das halt, ich sehe das immer in der YouTube-Statistik, dass viele unsere Videos schauen, aber sie leider nicht abonnieren. Und es wäre einfach schön, wenn uns einfach ein Abo da lässt und ja, entsprechenden Kommentar, wenn es was zu kommentieren gibt, natürlich nur. Genau, das war's. Also, bis zum nächsten Mal, ja? Bis bald. Bis dann. Tschüss.